Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video, ja, willkommen bei testedich.de, mein neuen Format halt, ne? Folge 2 und dieses Mal machen wir das GTA San Andreas Quiz. Passend dazu im Hintergrund ist auch die Hintergrundmusik des GTA San Andreas Titels. Also müsst ihr zumindest hören können, wenn es hier keinen Technikfehler gibt. Aber okay, fangen wir mal an. Um wen handelt es sich in Grand Theft Auto San Andreas? Carl Johnson, CJ, Victor Vance, Cesar Villalpando oder Tommy Vercetti? Das ist doch ganz einfach. Das ist Carl Johnson. Beziehungsweise CJ. Wer kennt es natürlich nicht? Natürlich muss sich, wirklich muss sich die Website mal schön aufhängen. Das ist schon Pflicht. Jetzt. So, nächste Frage. Ja, das ist halt hängt, liegt glaube ich an meinem Laptop, weil OBS ist viel beansprucht hier mit dieser Bildschirmaufnahme, dann der Audio. Es ist halt eben nur mein Laptop. Und eben kein PC. Zudem ist der auch gerade auf CPU. Okay, CPU 82 ist tatsächlich gar nicht mal so. Okay. In welchem Stadtteil von Los Santos beginnt das Spiel? El Corona? Coronavirus, Alter. Jefferson? Ganton? Oder Vinewood? Kommt drauf an. Also wenn es wirklich um diese Szene geht, in der von ganz am Anfang, ne? Wenn er eben mit dem Taxi und also wo man das erstmal spielen kann, das müsste nämlich in Jefferson sein, weil man ist ja noch nicht direkt im Haus, sondern man wird auf von der Polizei mitten im Ghetto ausgelassen. Wo er dann auch den einen Spruch sagt. Also, es müsste Jefferson sein. Wie hieß CJ's Mom mit Vornamen? Katherine, Beverly, Brandine, Brooke. Das ist Beverly. Wie lautet Sweets richtiger Name? Samuel? Steve, Sean, Simon. Es war, glaube ich, Sean. Wie heißt der Anführer der Triaden? Ranfa Lee, Jackie Chan, Hai Ling, Wu Zimu. Es ist übrigens Wu Zimu. Komischer Name. Was sind die Triaden? Geheimagenten, Terroristen, Chinesenmafia, Auftragskiller. Ich glaube, gab es die Triaden nicht sogar wirklich? Und es ist nämlich die chinesische Mafia. In der Mission Black Project muss man in Bone County in ein Sperrgebiet einbrechen. Wie heißt dieses Sperrgebiet? Area 69, Area 59, Area 69, Area 51. Jetzt würde vielleicht... Viele würden es vielleicht bestimmt sagen... Area 51, was denn sonst, weil es gibt da nur eine Area, die man so, ne, Sperrgebiet und sonst irgendwas, ne. Und wenn man natürlich bis zu bisschen sich mit GTA San Andreas auskennt, weiß man ja so, dass es Westküste ist, dann ist es natürlich bestimmt Area 51, die weltberühmte Area 51. Nein, denn Rockstar Games hat sich dort einen Witz draus gemacht aus dieser Geheimbasis. Und hat sie Area 69 genannt, als eine Anspielung auf die Zahl 69. Es ist eine perverse Anspielung, nur mal so. Weil die 69er-Stellung, ne? Gleichzeitig ist die Zahl 69 ja in GTA San Andreas. Sollte ich das sagen? Nicht, dass es in den nächsten Fragen kommt, wahrscheinlich nicht. 69 mal erscheint. Also ist es übrigens die Area 69.
Was ist das schwarze Projekt? Jetpack, Kampfhubschrauber, eine neue Militärwaffe, Raketenwerfer. Ich glaube, das war das Jetpack, das man auch ab nach der Mission dann hat. San Andreas ist ja eine Art Nachbildung der USA. Dort gibt es ein Sperrgebiet, es hieß Area 51. In welchen US-Stadt liegt es? Texas, Colorado, Nevada, Arizona. Nevada. Sogar nicht mal weit von Las Vegas. Welche Charaktere, die in San Andreas auftauchen, kommen aus Vice City? Catalina und Jethro, Millie Perkins und Katie Zahn, Kent Paul und Ken Rosenberg, Drain and Zero. Das sind, also okay, Kent Paul sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber Ken Rosenberg, der sagt mir was. Und der erschien nämlich in GTA San Andreas. Der hat ja auch dann mit Versetti telefoniert. An welchem Pier in San Fierro trifft sich Ryder mit T-Bone Mendez? Pier 69, Pier 68, Pier 52, Pier 98. Also, ich würde sagen, wieder die 69er. Wie gesagt, es ist wirklich. Es gibt diesen Pier in San Fierro, ne? Eben alles 69er-Anspiele, alles dort hat irgendwie die Zahl 69. Also, ich glaube, das war nämlich Pier 69. Eben als diese Anspielung. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich glaube, das war das schon. Wie heißt der Steinbruch in Bone County? Hunter Square, Hunting Quarry, Quarry Hunt, Hunter Quarry. Unterstes. In San Andreas soll es Gerüchten zufolge den Psychokiller aus dem Film Chainsaw Massacre geben. Wie heißt er? Candyman, Leatherface, Freddy Krüger, Michael Myers. Also ich habe Chainsaw Massacre nie gesehen. Aber mit den ganzen Mythen von GTA kenne ich mich aus. Das müsste nämlich Leatherface sein. Wie heißt das Casino, bei dem Mad Dog Selbstmord begehen wollte? Fort Dragons Casino, Starfish Casino, Royale Casino, Caligula's Palace. Oh, das war kein großes Casino. Das war, ich glaube, es war irgendwo so ein kleines. Der wollte nicht von so einem Hochhaus oder so springen. Deshalb kann das nicht das Fort Dragons sein. Das war ja, das ist ja das das ist ja hoch, genauso wie das Starfish Casino. Das ist auch ebenfalls hoch. Und das Caligula's Palace ebenfalls. Ich glaube, das war das Royal Casino. Ich kann mich, wie gesagt, aber noch irren. Aber ich glaube, es war das Royal Casino. Wie heißt das verlassene Holzfällerlager, in dem angeblich ein Irrer sein Unwesen treibt? Panopticon, Flint Range, Fern Ridge, Hunter Quarry. Okay, also Hunter Quarry ist es natürlich nicht. Das haben wir ja vorhin gesehen. Das kam in der vorherigen Frage. Das war ja der Steinbruch. Und das Holzfällerlager. Ich glaube, das war entweder Panopticon oder Fern Ridge. Ey, ich sag jetzt mal, ich sag mal Panopticon. Weil ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber dieser Name klingt irgendwie schon so ganz komisch. Es kann aber auch am Ende Fern Ridge sein. Obwohl ich nehme Panopticon. Es ist am Ende vielleicht falsch, aber ich nehme Panopticon. Wie heißt das Autohaus in San Fierro, das man später kaufen kann? Car Drive, Kaufmann Taxis, Sunshine Autos, Vancars. Also Car Drive sagt mir überhaupt nichts. Kaufmann Taxis?
Das, ich weiß nicht, in welchem Teil es war, aber Sunshine Autos war, glaube ich, in Vice City. Es ist übrigens Wankers. Ja, ist gegenüber von der Garage, also oder in der Nähe der Garage von San Fero, wo man als erstes hingeht. Welcher US-Schauspieler ist der Synchronsprecher von Officer Tenpenny? Samuel L. Jackson, Will Smith, Ice Cube, Eddie Murphy. Das habe ich tatsächlich mal gehört. Also ich meine nicht vom Hören, sondern weil ich immer wieder mal im GTA-Wiki durchgucke. Und so weiter. Und ich glaube, das war tatsächlich Samuel L. Jackson. Wenn ich, also übrigens, wenn ich weiß, wer das ist, der spielt in Marvel den Nick Fury. Auf welchem Berg soll man Gerüchten zufolge bei Nebel die Geister verstorbener Soldaten sehen können? Mount Chiliad, North Star Rock, Arco del Oeste, El Castillo del Diablo. Schwierig. Denn von diesem Mythos habe ich noch nie was gehört. Bei Nebel. Ich weiß nicht, gibt es in Bone County Nebel? Weil wenn nein, dann würde ich sagen, dann Mount Chiliad. Weil ich meine, um den geht es auch in GTA San Andreas Mythen. Ja. Ja, der Mount Chiliad kennt man natürlich eher aus GTA 5. Und natürlich auch mit dem Mount Chiliad Mystery, was ja dort, was ja jahrelang Ding. Ja, aber den gab es auch in GTA San Andreas. Schwierig. Wie gesagt, das ist wieder so ein Punkt. Da weiß ich nicht. Ich sag entweder El Castillo del Diablo oder Mount Chiliad. Komm, ich nehme einfach den El Castillo del Diablo. Am Ende ist es der Mount Chiliad. Egal, ich nehme es El Castillo del Diablo. Welche Gang gibt es nicht in San Andreas? Ballers, Wu-Tang Clan, Los Santos Vagos, Grove Street Family. Also natürlich, was ich nicht weiß. Grove Street Family, die ist hundertprozentig vorhanden, denn das ist die Gang, in der es in GTA San Andreas geht. Die Los Santos Vagos sind die gelben Sachen tragen, ne? Die gelben Sachen. Sei es gelbe Bandanas, gelbe T-Shirts, in gelben Autos rumfahren und so weiter. Und die Ballers, ganz oben, das sind die Feinde. Das sind die Feinde der Grove Street Family. Es ist der Wu-Tang Clan. Was ist übrigens auch interessant? Es gibt, also es gibt natürlich nicht nur drei Gangs, es gibt übrigens meines Wissens nach vier. Also eben die Families, die Vagos, die Ballers und die Ravios Los Aztecas. Insgesamt gibt es, also in San Andreas noch die San Fierro Rifer als noch dazu. Also es sind 5. Nächste Frage und letzte Frage. Wie lautet der Name der letzten Mission? Vertical Bird, Wrong Side of the Track, End of the Line, Los Desperados. Ich weiß nicht mal, welche Mission Vertical Bird war. Wrong Side of the Track ist jedoch die Mission, wo Big Joke den Big Smoke, habe ich gerade erst mal versprochen, sorry, wo Big Smoke den legendären Spruch sagt: All you had to do is follow the damn train, CJ. The damn train. Dieser Spruch, der damn train, ne? Dieser legendäre Spruch kam aus dieser Mission.
Los Desperados kenne ich nicht. Das müsste End of the Line sein. Die Auswertung. Mal sehen. 19 von 20 Aufgaben richtig beantwortet. Ich habe eine einzige falsch. Okay, gucken. Kann ich mir das... Ja, okay, hier. Gut, gut, gut. Unten drunter. Natürlich gucken wir uns auch erstmal natürlich noch an, was ich falsch gemacht habe. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Deshalb mal gucken. Um wen dreht es sich in Dreaded aus San Andreas? CJ. In welchem Stadtteil von Los Santos beginnt das Spiel? Deine Antwort war richtig. Jefferson. Ah, gut. Also war tatsächlich dann eben das gemeint, wo er dann eben aus dem Polizeiauto rausgeholt wird und er dann eben sagt, ah, shit, here we go again. Wo er dann durch diese Gasse läuft. Das ist in dieser Szene, in Jefferson. Wie hieß CJ's Mama mit Vornamen? Beverly. Sweets richtiger Name ist Sean. Nice. Anführer der Triaden ist Wu Zimu. Was sind die Triaden? Chinesen-Mafia. Mission Black Project? Area 69. Das schwarze Projekt ist das Jetpack. Nevada war auch richtig. Genauso wie Kent Paul und Ken Rosenberg. Tatsächlich ist es der Pier 69. Lol. Ich denke, ich weiß, welche Frage ich falsch gesagt habe. Es war Fernridge. Bestimmt. Es war nämlich nicht Panopticon. Also erstmal, wie heißt der Steinbruch in Bone County? Hunter Quarry. Leatherface ist auch richtig, selbst. Es ist tatsächlich das Royal Casino. Ja. Es ist nicht Panopticon. Ich hatte mit Panopticon tatsächlich recht. Also ist Panopticon ein Holzfällerlager. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber der Name klang schon so komisch. Wieso heißt etwas Panopticon? Bitteschön. Wieso Panopticon? Das muss schon sehr seltsam sein. Obwohl ich sagen muss, ich hatte in GTA San Andreas auf dem Land, ich fühle mich ja irgendwie unwohl. Also hier Flint County und so, ne? Für die, die wissen, was das halt ist, dort die Wälder und so. Ich fühle mich halt so unwohl, ehrlich gesagt. Also, wie heißt das Autohaus in San Fierro, das man später kaufen kann? Vancars. Und Tenpenny, Samuel L. Nein, ich weiß, was ich falsch habe. Es war der Mount Chiliad. Es war der Mount Chiliad, Leute. Es war der Mount Chiliad. Erstmals trinken in die Kamera halten. So muss es sein. Ja. Es war der Mount Chiliad. Gangs, Wu-Tang Clan. Ja, und der Name. Und der Name der letzten Mission ist End of the Line. Ah, gut. So muss es sein. Na dann, Leute, das war's mit diesem Video. Ne? Meine Webseite hängt gerade, die Webseite hängt gerade wieder. Ich kann natürlich auch hier, sehe hier noch andere Tests. San Andreas, der Start. Geht ja San Andreas Quiz. Geht ja San. Ja, wer weiß. Das Ding ist. Dies hier ist ein Format, das kann ich noch länger machen. Ja, allein weil so viele Fragen und sonst irgendwas. Und da sieht man, ist ja noch weitere, ne? Ist ja nicht nur ein einziges GTA San Andreas Quiz. Ich kann natürlich auch noch weitere machen, ne? Aber jetzt erstmal auf jeden Fall sind wir fertig mit diesem Video. Und damit würde ich sagen, das war's. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und teilt dieses Video euren Freunden. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall unterstützen. Naja, weil in letzter Zeit meine Reichweite ist nicht mehr so groß. Na, bin ich ganz ehrlich. Und da würde es mich wirklich mehr unterstützen, wenn ihr halt das Video auch euren Freunden und so teilt. Und ja, vor allem natürlich halt auch die Videos hier, die ihr persönlich natürlich gut findet, ne? Aber damit, ich bin raus und
Bis zum nächsten Mal.